So Leute, hallo und herzlich willkommen. Ja, ein mancher wird sich jetzt wundern. Gut, ich habe keinen Test gemacht. Modded Game Sound ist auch. Gut. So, warum ich gerade so viel teste. Also, ich wollte heute... Wartet, mein Handy lautlos. Ich wollte heute um 7.30 Uhr streamen. Um 7.30 Uhr. Doch daraus ist leider nichts geworden. Ja, ich hatte Probleme mit dem Spiel. Es war zwar alles installiert. Ich habe schon die Optionen gemacht. Die Grafikeinstellungen so. Die zeige ich euch später mal. Ja. So, ich habe jetzt nämlich den Anfang gespielt. Eigentlich schon. Also ich habe das Spiel eigentlich schon angefangen. Aber nur wirklich den Anfang. Das Problem ist nur, ich... Ja, es war alles verbuggt, verwackelt, meine Bitrate im Stream ist runtergegangen. Ich habe jetzt ja, ein paar Sachen gemacht, ich hoffe es funktioniert jetzt so und ich fange jetzt einfach nochmal neu an, weil der letzte Part totaler Mist war. Ja, so, als allererstes wählen wir mal unseren männlichen Charakter. So, bevor wir jetzt die Schwierigkeit einstellen, für alle nochmal, wir spielen Far Cry New Dawn. Das ist die Fortsetzung von Far Cry 5, was es auch auf meinem Kanal gibt. Also ihr könnt gerne mal auf YouTube gehen und könnt euch das Far Cry 5 Let's Play angucken. Denn das hier ist praktisch die Fortsetzung. Und zwar ist es so, jetzt kommt Spoiler, also Spoilerwarnung. Bitte spult so 30 Sekunden vor, wenn ihr nie wissen wollt, was passiert. Oder eine Minute ungefähr müsste reichen. Also nochmal Spoilerwarnung. So. Und zwar in Far Cry 5 ist am Ende eine Atombombe explodiert und alle haben sich in ihre Bunker verkrochen und dann sind mehrere Jahre halt vergangen. Das wird aber auch gleich nochmal thematisiert. So, und hier setzt Far Cry New Dawn dann halt wieder an nach der Apokalypse. Und ja, da werden wir gleich mal gucken, wie sich das dann so entwickelt hat. Ja. Also, ich werde jetzt nochmal spielen und hoffen, dass jetzt nicht mehr alles so die Frames runtergehen und so. Mal gucken, wie es jetzt funktioniert. Ich weiß halt nie, woran es vorher lag. Ich habe jetzt ein paar Sachen runtergestellt und so. Habe jetzt nochmal alles neu angemacht. Und... ist gerade ein komisches Geräusch. Wartet mal. Ah ne, ich glaube, das kommt von wo ganz anders. Okay, das ist dann gerade so. Ich dachte, nee, ist jetzt hier irgendwie mir die Technik abschmiert. So, also ich habe heute ewig lang gebraucht, diesen Controller benutzen zu können am PC, weil ich kann nicht mit Tastatur spielen. Das ist derartig scheiße. So, und wisst ihr, was das Problem war? Das Gamepad war bei Steam nie aktiviert. So, da habe ich also das PlayStation Gamepad aktiviert und es ging immer noch nichts. Ich bin fast durchgedreht. Ich war im Ubisoft Support, alles Mögliche. So, und es hat sich aber herausgestellt, dass er diesen Controller als Xbox-Controller erkennt. Ja, mehr sage ich mal nie dazu. So, Entdecker gibt's. Ich interessiere mich vor allem für die Story und will die Welt auskundschaften. Hart, ich weiß, was ich tue und ich mag Herausforderungen. Das werden wir nehmen. Und dann gibt's noch, hört auf zu labern und zeigt, was ihr drauf habt. Na, wir nehmen hart. So, wir haben natürlich auch ein paar Zusatzinhalte, habe ich aus dem Ubisoft-Store, aber dazu später. Jetzt gucken wir erstmal die geile Katze. Mein Name ist Kamina Rai. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Oha. Die Überlebenden mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Oben gab es nur Asche und Kälte und Tod. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Aber ohne uns kehrte da oben das Leben zurück. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die Einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ein neues Zuhause, ein neues Leben, eine neue Normalität. Doch, wie alles in der Welt, war es zu gut, um so zu bleiben. Wie The Walking Dead. Kam aus dem Osten.
angeführt von zwei Schwestern. Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles, unser Essen, unser Zuhause, unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Er und sein Captain hatten an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hope County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihnen. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief. Wie immer. Oha, Alter. Das Intro ist echt geil gemacht, muss ich sagen. Das Intro ist geil. Ha, das Intro ist hot. So, der Ladebildschirm ist nicht so hot. Aber jetzt geht's los. So, ich bin froh, wenn ich an der Stelle bin, wo ich hin muss wieder. Captain, du lebst! Scheiße! Yes, I live! Sie kommen auf uns zu! Steh auf, Captain! Nein, ich will nicht. Komm jetzt! Ich will nicht! Diese verfluchten Highwaymen, die werden uns töten! Steh auf, Captain! Steh auf! Mein Gott, Barnes, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Rush, du lebst! Hilf mir! Nein, wir haben keine Zeit, wir müssen weg! Barnes, wir lassen den Captain nicht zurück! Sie kommen hierher, schnell. Wir müssen zusammenbleiben. Verstanden? Cap. Cap, bin ich Captain America oder was? Deine große Stunde. Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen und einen Weg hier rausfinden. Das wäre geil, leichter Alter, gesagt, wenn ich Captain als America wäre. Ein Schritt nach dem anderen. Geh vor, wir folgen dir. Bis in den Tod. Ich dachte, das war's. Wir müssen den Waggon mit den Waffen finden. Das Ausrüsten. Erste-Hilfe-Paket, erstmal alles einsammeln. Thomas, noch nie fiel es mir so schwer, etwas zu schreiben, aber es muss sein. Nach dem Auftrag in Hope County bin ich raus. Dieses Mädchen ist monatelang zu Fuß unterwegs gewesen, nur um Hilfe zu finden. Sie hat uns erzählt, ihre Heimat wäre ein Kriegsgebiet und konnte die furchtbaren Dinge kaum beschreiben, die sie gesehen hat. Ich glaube, du bist zu sehr von deinen Ambitionen geblendet, um die Gefahr zu erkennen, in die wir uns begeben. Du hast mein Leben gerettet und ich werde immer dankbar für unsere gemeinsame Zeit sein. Es tut mir leid, wenn ich eine Enttäuschung darstelle. Dein Jared Barnes. Wow. Barnes will eigentlich gar nicht mehr. Hier lang, Barnes. Bleib beim Captain. Wir sollten alles abschreiben und fliehen. Wir bleiben. Wir können noch mehr retten. Fuck, als ob genau eine Kiste auf ihm gelandet ist. Okay, das ist nicht so interessant. Glauben die, wer die sind, Alter? Wollt ihr beide Probleme machen? Los doch! Der Sturm wird stärker! Ich wusste, dass es eine miese Idee war, nach Hope County zu kommen. Das war knapp. Wollt ihr beschissene Probleme machen? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest! Ah!
Beantwortet die Frage. Ich bin kein Problemmacher, ich schwöre. Ihr verkackten Problemmacher. Der muss sterben. Der muss sterben. Gib mir eine Waffe. Gib mir eine verkackte Waffe. Wenn ihr das lesen wollt, Leute, könnt ihr ja pausieren. Also wenn ihr jetzt auf YouTube seid, könnt ihr das ja pausieren. Weil ich mag nicht immer so viel lesen im Spielen. Außer es ist jetzt was Wichtiges. Hier ist noch was für euch. Wir können Waffen finden, um uns zu wehren. Deswegen, ich lasse extra mal kurz auf, damit ihr es pausieren könnt. Weil ihr so Leute seid, die sowas gerne lesen oder so. Muss irgendwas Nützliches geben. Haltet die Augen offen. So, erfährt mal ein bisschen Backstory. Heilung. Unsere Leute retten. Die Ehe, wir alle. So, da ist noch was für euch. Finden, desto besser. Mein Gott! Die Highwaymen sind überall. Ich glaube, wir sollten. Wir müssen noch mehr sein. Diese Arschlöcher so viel gutes Zeug her. Wenn wir mit Hope County durch sind, sollten wir dorthin, wo diese Hackfressen herkommen. Ich wünschte, wir könnten hier besser drüber kommen. Du musst mir helfen. Da sind wir. Was passiert jetzt? Fuck, ist das Nebel oder Ruß? Das sieht irgendwie aus wie Ruß. Vorsicht! Fort! Verdammt frohe Weihnachten, Leute! Santa hat uns einen ganzen Zug voller Geschenke gebracht. Oh. Was haben wir denn hier? Häschen. Oh. Ich muss euch Häschen eine Frage stellen. Was habt ihr gedacht, würde passieren, ha? Fahrt in einem fetten Zug an. Überall schwarzer Rauch. Und wir sollen nichts merken? Was wollt ihr? Barnes. Wir wollen wissen, ob ihr Problemlöser seid. Ich bin Captain America. Oder Problemmacher. Das ist Bucky Barnes. Was?
Und der da drüben weiß ich nicht. Unser Papst sagte immer, Leute lösen entweder Probleme oder machen Probleme. Die Welt hat zu viele verdammte Probleme. Wir suchen Leute, die uns helfen, Probleme zu lösen. Unsere Probleme. Seid ihr Problemlöser, ist alles gut. Nahrung, Kleidung, Waffen. Ihr kriegt alles bei uns. Sogar eine Krankenversicherung. Aber wenn ihr Probleme macht, ja, Papst hat uns gelehrt, was man mit solchen macht. Problemmacher müssen gelöst werden. Mhm. Der Alte hat einen Haufen Probleme gelöst zu seiner Zeit. Scheiße, ja. Also, Häschen. Seid ihr Problemlöser oder Problemmacher? Wir lösen Probleme. Wir haben schon Probleme im ganzen Land gelöst. Wir besorgen Trinkwasser, bauen Häuser. Wir können euch alles beschaffen, was ihr braucht. Barnes, halt's Maul! Ihr könnt das alles bauen? Nun, nicht ich. Aber Rush hier. Nun, dann wirst du zu unserem neuen besten Problemlöser. Ach, fick dich doch. Oh. Okay. Da war Barnes dahin. Also, nochmal von vorn. Hilfst du dabei, unsere Probleme zu lösen, Mr. Rush? Okay. Nein. Luna. Da bin ich im Wasser. Aus dem Zug, du bist der Captain vom Sicherheitsdienst, oder? Captain America, ich bin genau. Carmina. Oh mein Gott, ich hab dich ins Wasser stürzen sehen und ich konnte dich vom Ertrinken retten, aber soweit ich das sehe, sind wir die Einzigen, die entkommen sind. Komm mit. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Die Zwillinge, sie sind weg mit Rush, aber es sind noch viele Highwaymen hier. Okay, also wir müssen nach Hope County. Meine Mom, sie wird wissen, was zu tun ist. Komm schon. Na, dann wollen wir mal. Hallo. Warum sagt sie Hallo? Komm Hallo, schon. Wer sind Sie? Nur den Fluss folgen, um nach Hope County zu kommen. Alter, guckt euch mal diese schöne Natur an, Alter. Kaum zu glauben, was passiert ist. Wir wussten, dass der Zug kommt. Ich hätte das ahnen müssen. Leute, das muss ich euch mal zeigen. Guckt mal. Ist das nicht zu süß? Das sind Nacktmull. Das sind einfach Nacktmull. Wir sollten entweder freiwillig abhauen. Hey, wie süß. Oder mit dem Haus in Flammen aufgehen. Wie süß. Mein Vater hat versucht, sich zu wehren. Also haben sie sich erst ihn und dann das Haus geschnappt. Das ist mein neuer Freund Ferdinand. Wir mussten allein neu anfangen. Das wäre so geil, wenn man so einen Nacktmull auf der Schulter mitnehmen könnte. Aber meine Mom hat die Überlebenden zusammengetrommelt. Ich habe noch nie in dem Spiel einen Nacktmull gesehen. Geil. Solche kleinen Easter Eggs braucht das Spiel. Wahrscheinlich waren das mal Ratten und wegen der radioaktiven Strahlung sind ihnen die Haare ausgefallen. Hier rein.
Alter, guckt euch diese Welt an. Krass. What? Hier ist kein... Ah, ne, der ist davon. Also hier war ich vorhin schon mal. Ah, viel weiter noch, ne? Der arme Mann. Ich komme mir jetzt ein bisschen vor wie in The Walking Dead, so. No hope. Ich komme mir vor wie in The Walking Dead irgendwie. Halt nur ohne Zombies, aber die Apokalypse ist real. Vor allem, Leute, das ist dieselbe Map wie von Far Cry 5, ne? Nur halt anders aussehend. Rush sollte das letzte Puzzlestück sein, damit wir uns endlich wehren können. Aber jetzt ist alles noch schlimmer als vorher. Tut mir leid um deine Leute. Ich verspreche. Ja, diesmal scheint die Bitrate stabil zu bleiben. Mal gucken, ob es so bleibt. Also vorhin hat es ja schon tierisch geleckt. Ich nehme lieber einen Baseballschläger. Alter, jetzt bin ich Negan. Wer The Walking Dead guckt, ich bin Negan, Alter. Ich brauche jetzt nur noch Stacheldraht um den Ast. Ist hier was? Yes. Ich bin really, 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 really schlau. Das weiß ich ganz genau. So, hier steht ja überall die Scheiße rum, Alter. Pflanzen. Ah, ist cool, wenn man mal viel sammeln kann. In den anderen Far Cry-Teilen war es ja dann so, man hatte alles, man brauchte eigentlich nichts mehr. Lol, als ob da ein Rucksack hängt. Hä, wie kommt man da ran? Wahrscheinlich mit einer Pistole oder so. Kann man den werfen? Hm. Ja, komm mit hier rein. Ja, darf ich raus oder? Danke. Oh, diese Schranke kann man auch öffnen. Geil. Sind auf jeden Fall ein paar coole Interaktionsmöglichkeiten hier, das muss ich schon sagen. Was gibt's hier? Ah, Sägeblatt. Sowas. Noch mehr Kram. Okay, der ist voll gewesen. An solchen Werkbänken kann... Gut gemacht. Das wird reichen, um eine Waffe herzustellen. So, wir können jetzt hier noch nichts groß machen. Wir können jetzt nur diese eine Waffe hier herstellen. So, deswegen gucken wir da später noch mal rein. Alter Falter, ist das ein Siegeblattwerfer? Krass, die Highwayman kann sich jetzt auf was gefasst machen. Jetzt können wir die Brücke angreifen. So, warte mal, mal gucken. Okay, okay, ein paar Sachen. Mal gucken, ob ich den jetzt abkriege da. Ja. Ah. Okay, ich dachte halt aufs Seil. Wie viel Munition habe ich eigentlich dafür? 15 Blätter. Okay. So. Weißt du, wer da ist? Was soll denn das darstellen hier? Das irgendwas bedeuten? Soll das eine Schatzkarte sein oder so? What the fuck? I don't know. Sieht irgendwie aus wie ein Bild von so einem Blood Dragon. So. Was geht's denn hier hin? Warte mal. Was denn hier wirklich ein Schatz ist? Was, wenn man da hoch kann? Ah, warte mal, ich muss noch einen Schluck
trinken. Ah, jetzt ist wieder besser. Nein. Oh, what? Okay, da tut man also... Wow. Wow, das Wasser... What the fuck? Eine Ente, wie geil. Hey, wie süß. Guck mal, Alter. Eine Ente. What the fuck? Was ist das? Das ist ein Haus. Ich glaube, hier ist nichts. Ja, mal gucken, ob wir da irgendwie hochkommen. Eine Ente. Ich kann ja nicht aus dem Wasser klettern. Ich befürchte, da kommen wir nicht hoch. Okay, ne, hier scheint es leider nichts zu geben. Steht da was? Goldmine. Ah, okay, so werfe ich das dann. Ah, hier kann ich das herstellen. Ah, das machen wir alles später mal. Das Abstechen ist schon ganz schön eklig gemacht hier. Aber naja, verdient haben die Schweine es. Ich sterb nicht. Noch nicht. Von mir aus. Und bis jetzt noch keine Lags, Alter. Ich bin stolz. Jetzt haben wir auch wieder eine Pisti. Eine Pistole. Sieht mich, ach, der da oben. Oh, fuck. Okay, fuck. Verstanden! Ich geh runter!
Alter, mit Headshots, really? Seht mal da drüben! Verstanden! Herstellen. Aus Wolfsfleisch. So, für die, die es lesen wollen. Klar, wenn der die hochholt, haben die wieder volles Leben, als ob. Alles klar, der Weg ist frei. Da vorne ist ein Tunnel. Gehen wir nach Hause. Oh. Dachte schon, es wäre aus. Hä? Was war da gerade mit Dreieck? Da stand doch gerade was. Ob es da oben was gibt? Doch Munition. Okay, ich glaube, wir haben alles soweit. Einige Stunden später. Oh, ich habe Credits verdient. Yay. Okay. Komm, wir sind fast da. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist es. Hope County. Oh Mann, da werden Erinnerungen wahr. Wach. Zu Hause. Ich hoffe, Mom geht es gut. Also wie gesagt, wenn ihr noch mal das sehen wollt,
auf YouTube, mein Far Cry 5 Let's Play, könnt ihr euch gerne angucken. Da erfahrt ihr die Vorgeschichte. Weil das hier ist praktisch wie Teil 2 eigentlich. Oh, Carmina! Oh, Gott sei Dank! Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Kinder, geht wieder rein. Ich komme gleich. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber die Highwaymen, die Zwillinge, sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Oh mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mom. Ich... Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Kommt erst mal beide rein. Ich höre mir alles in Ruhe an. Ich glaube, wir rufen noch Sam Fisher und Carl Crane an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Oh, bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil besser aus als sonst irgendwer. Und? Und? Rumsitzen und jammern bringt uns nicht weiter. Hör mal, Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort zu schaffen. Jetzt hängt alles an uns. Es gibt hier überall tapfere Leute. Wir müssen sie nur finden. Alle zusammentrommeln. Ihnen zeigen, dass wir gegen die Highwaymen ankommen. Mann, das wird nicht einfach. Ich weiß. Aber es ist unsere einzige Chance. Ich muss mal die Musik wieder anmachen, Leute. Gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. Ich möchte mal kurz... New Eden. Leute, jetzt geht's um Far Cry 5. Das ist alles, was von Eden's Gate übrig ist und was Joseph daraus gemacht hat, als er den Bunker verließ. Sie lehnen alles ab, was mit der modernen Welt vor dem Kollaps zu tun hat. Elektrizität, Motoren, Generatoren, Waffen, es ist alles weg. Nach dem Kollaps hat Joseph seine Leute gesammelt und weiter im Norden ein neues Anwesen errichtet. Fast ein Jahrzehnt lang haben wir uns beim Wiederaufbau in Ruhe gelassen und jetzt verlassen sie ihr Anwesen nur noch nachts, um die Highwaymen anzugreifen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, diese maskierten Penner haben Angst vor Josephs Leuten. Mit dir reden. Das ist ja geil. Joseph Seed, Alter. Ich bin schon gespannt, wenn wir den wieder treffen. So viel zu tun. Und ja, wir werden auch den Charakter vom vorherigen Teil treffen. Highwayman. Na gut, das braucht man eh lesen. Also ihr könnt natürlich gerne. Pausiert's einfach. Ich frag mich, wie die Leute es durch den Tag schaffen, ohne was Schreckliches. Überleben von Hope County. Ja, eingeladen nach Hope County. Zu tun. Hi. Tante Kim hat gesagt, wir dürfen nicht nach draußen. Wenn wir doch gehen und wir Highwaymen sehen, müssen wir schnell weg. Ich habe schon mal welche von denen gesehen. Die sehen immer aus, als hätten sie viel Spaß. Ich rackere mir hier den Arsch ab. Die sehen immer aus, als hätten die viel Spaß. Beim Töten, oder was? Je mehr Leute wir reinbringen, desto knapper die Ressourcen. Wir müssen mit dem, was wir haben, klarkommen. Joseph Seed's Ranch. Ja, ich weiß. Oh, das war eine Karte, kann das sein? Oder was waren das jetzt? Fotos? Geschlossene Mission. Hä? Aber wie kommt man hier zur Karte oder so?
meinem Inventarmenü. Ich hab das Rausziehen so satt. Wir brauchen dringend Schafsdarm. Geschosse. Was für Inventarmenü? Hä? Warte mal. Inventarmenü. Spielmenü. Pausenmenü. Und wo soll jetzt das Inventarmenü sein? Interagieren, umschauen, Nahkampf. Chatrad. Hä? Spielmenü, Pausenmenü. Dann nur die zwei. Ich bin froh, dass Kamin. Wartet mal. Vielleicht. Tastatur. Gucken wir, dass mit dem Menü steht. Nahkampf. Angel. Es gibt ja Angeln. Karte. Auf M. Wie Map, okay. Logbuch. Warum ist das nicht auf L? Mal kann ich mir das besser merken. Zwei Helikopter, ja, aber wo? Geht's denn hier in die scheiß Menüs? Warte mal, wir probieren mal. M. Ne, es ist nur das. Ich kann mir die Fotos im Inventar ansehen. Ach so, das kommt noch. Oder was? Hä, wo kann ich mir die jetzt angucken? War jetzt 11? Auf L öffnet sich jetzt dasselbe. Nebenmission. Keine. Ich soll die Fotos im Inventar ansehen. Was denn für ein Inventar? Verfickte Scheiße. Warte mal, Leute, ich muss das jetzt finden. Interagieren, Nahkampf, Takedown, E-Zorn, Verbündete steuern, Schießen, Zielen, Werfen, Steine, Wurfgeschosse, Waffenraster, Verheerungen. Nahkampf, Schweißbrenner, Angel, Munitionstyp ändern, Feuermodus ändern, Waffen verbergen, Fernglas. Erste Hilfe, Karte, Karte ist M. Inventar. Könntest Probleme haben, das Spiel zu beenden? Achso, nee, das macht ja nichts. Hä? Das ist es.
mehr richtig sein jetzt. Bin ich jetzt behindert oder will mich irgendjemand verarschen? Optionen. Noch einmal gehe ich jetzt dahin. Inventar auf L. Ein Logbuch ist aber dasselbe, oder wie? So, warte mal, I. Öffnet sich das? Und L. Öffnet sich dasselbe. Also Logbuch und... Logbuch, ja, verstehe ich. Aber das, wieso ist es dann hier das Inventar? Hätte nicht gedacht, dass es kam. Hier öffnet sich ja dasselbe bei Map. Na, mal gucken, ob das noch irgendwie... Warte mal, wir machen erst mal weiter. Das Leben außerhalb des Countys ist. Ich glaube, das ändert sich gar noch was. Ich glaube, das ist das Problem. Das liegt an Story-Fortschritt. Die Invasoren haben etwas zerstört, was wir über Jahre mit Blut und Schweiß aufgebaut haben. Das kann ich nicht verzeihen. Kannst du, ne? Da laufen noch ein paar Idener durch die Gegend, die vor Jahren unsere Familien entführt und unter Drogen gesetzt haben. Das passt mir nicht. Ach, die wird mir vielleicht die Karte geben, weil die steht doch von der Karte. Soll, müssen wir Prosperity aufbauen. Redet der wieder mit mir? Achso, jetzt redet die mit mir, oder was? Hä? Da war doch gerade nochmal der Slogan, reden. Ich bin echt froh, dass Kamina zurück ist, keine Frage. Aber diese ganze Sache mit dem Zug hätte auch deutlich besser laufen können. Was auch passiert, ich bin froh, dass Kamina zurück ist. Was ist das denn jetzt? Hä? Ich kann hier Mann, ich vermisse Toilettenpapier total. Wir werden uns mehr anstrengen müssen. Kamina sagt, irgendwann können wir auch mal rausgehen. Dass wir draußen Fangen spielen und angeln gehen und schwimmen können. Wenn die Highwaymen irgendwann weg sind. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich möchte soll. Mal kurz mit dir reden. Ich mach das. Ich mach das. So, rede das mit mir. Was ist das? Zu Hause. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite, Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Ja, Captain der Wachmannschaft klingt mir so förmlich. Hör mal, Captain du wurdest America. Ganz schön in die Mangel genommen. Wenn du dir was Sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen, da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. So viel zu tun. Ja. Wie soll aus Prosperity je eine richtige Siedlung werden? Warum? Hey. Oh, hier kann ich mir... Oh. Okay. Jagen fühlte sich immer wie Arbeit an. Avatar anpassen. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Entschuldigung. Wie, ich sah einige Entscheidungen... Oh. Hä? Lol, wisst ihr, an wen der mich erinnert? An Lincoln Clay aus Mafia 3. Erinnert er mich irgendwie voll. Hm... Also entweder der oder der. Ich glaube, ich nehme den. Der sieht sympathisch aus. Ah, Hautfarbe. So würde ich sagen. Bitte bestätige, dass diese Auswahl endgültig und kann später nicht mehr geändert werden. Bestätigen. Anpassen. Haben wir denn Schönes? What the fuck? Hä? Jetzt sehe ich aus wie so ein Typ aus Dying Light, Alter, die dort immer rumgerannt sind. What the fuck? Was sind das für scheiß Outfits? Aber ich weiß schon, wo wir ein cooles Outfit finden. Oh, das ist cool. Naja. Die Handschuhe sind scheiße. Warum hat er solche Handschuhe an? Das ist cool. Ja, das ist das normale Captain-Outfit, was der anhat. Ich glaube, wir ziehen mal das hier an. Erstmal. So.
das hier auch. Wir können. Oh, das ist geil. Das ist sehr geil. Ja, Mann. The fuck? Ich müsste aussehen wie so ein amerikanischer Colonel, Alter. Ja, Mann. Boah, das ist so schwierig. Es gibt so viele. Es gibt so viele, Alter. Also was, nee. Oder sowas? Nee. Sehe ich aus wie in Red Dead Redemption. Weil sowas auch cool ist, Alter. Jetzt noch eine Zigarre im Mund. Ne, warte mal. Wir machen mal, weil wir haben dann, glaube ich, ein Outfit. Ich weiß schon, welches Outfit ich anziehe. Ja, aber das ist blöd. Der Bart passt sich nie der Haarfarbe an. Oder Haarfarbe kommt danach. Ich weiß es nicht, ob man das auch noch machen kann. Ein grauer Bart ist ja dann blöd. Ich glaube, der hier sieht cool. Nee. Der hier. Der sieht cool aus. Machen wir den. Ja, Mann. Oh ja, Haarfarbe. Ah, okay. Oh shit, hier gibt's so viel Auswahl. The fuck? Na gut, ich meine, why not? Aber so eine kurze Frisur. Eigentlich wäre so eine längere Frisur ganz cool. Warte mal, wir sind schon älter. Dann mache ich jetzt auch denselben Bart, aber mache den in Grau. Man sieht trotzdem so jung aus dazu. Ist irgendwie komisch. Irgendwie sehe ich jetzt eher aus wie so ein Cyber-Typ, Alter, der den ganzen Tag vor seinem PC sitzt. Wie ich. Das sieht doch ganz cool aus. Oh, Pilotenbrille. Viel zu cool für das Ende der Welt. Wenn du mal von oben aussehen willst wie ein Baum. What the fuck, die Beschreibung. Duftet nach Kiefer, geprüft von Jäger. Wenn die Augen vor der Sonne geschützt sind, zieht es sich leichter. Ah, natürlich, ich muss doch, stimmt, ich kann doch den Hut auch so anpassen. Ich bin doch behindert, Alter. The fuck? Warte mal, welches war dieses? Ah, das hier, na gut, das. Warte mal, aber dazu das? Ja, Mann, jetzt kleiden wir den mal richtig ein. Die sind schon cool. Und die Hose. Ah ja, mit solchen Stiefeln, das passt eigentlich. Geil, Alter. Bestätigen. Jetzt packen wir es an. Vergeben, wieder so ein lockeres Leben zu haben. Nice, Alter. Ich sehe mich zwar nicht, aber. Genug Gedankenfutter für ein Festmahl. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl nicht umsonst. Ich muss mit dir reden. So. Mein Name ist Kim. Man könnte sagen, dass ich die Leitung habe. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Captain. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und im Moment bist das nur du. Wir dachten, deine Leute aus dem Zug würden uns einen Vorteil verschaffen. Wir wollten alle zusammenarbeiten, um was anzubauen und was aufzubauen. Wir wollten uns gegen die Zwillinge zur Wehr setzen. Tja. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Also müssen wir es selbst tun. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. Wir müssen aufeinander aufpassen. Das ist Prosperity. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Okay. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können.
Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Das ist cool. Mehr denn je. Ich glaube, das jetzt ist Hope County. Ah, jetzt um das Beste mir aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Ethanol. Auf der Karte siehst du die Highwaymen-Außenposten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Wie groß ist denn die Karte insgesamt? Und hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil Armstrong. Verschaffen werden. Oh mein Gott. Bring sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut, dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Und das mache ich jetzt alleine. Tun wir alles in unserer Macht Stehende, um dir auch zu helfen. Geil. Du hast Glück, nach dem Unfall noch am Leben zu sein. Es gibt viel zu tun und viele Arten, es zu erledigen. Wenn du eine Gedächtnisstütze brauchst, sieh dir die Tafel im Hof an. Schön, dass du es geschafft hast. Hallo. So, mal gucken, ob wir jetzt... Aha. Ah, ich wusste es. Okay. So, wir haben jetzt hier Basis. Das ist wahrscheinlich Basisverbesserung. Schalte Waffenherstellungen frei. Ja, das sind Basisverbesserungen. Habe ich jetzt schon welche irgendwie? Ne. Ah, dazu brauche ich Ethanol. Okay. So, dann haben wir hier die Karte. Wie groß haben wir das denn jetzt hier? Okay, ist ja doch ganz schön groß, Alter. What the fuck? Ah, hier oben wird das Gebiet von... Ja, vom Verrückten sein, oder? Oder hier ist noch alles verseucht? Ich weiß es nicht. So. Nick Ray, Alter, den gibt's immer noch. Sharky. Sharky gibt's auch noch. Lol. Oh mein Gott, das ist geil. Aber der ist neu. Und die ist, glaube ich, auch neu. Keine Ahnung. Aber sag mir doch, nee, hier gibt's nie Herc irgendwo, oder? Alter, Herc muss noch dabei sein. Ohne Herc geht's nicht. So, da haben wir das Logbuch. Ah ja, das ist das ganz normale. Charakter. Ah, hier sehen wir unsere Waffen. Und hier können wir unser Aussehen verändern. Haben wir inzwischen... Ah. Du hast jedes Mal die Chance, diese Gegenstände zu erhalten, wenn du den Außenposten die Raffinerie befreist. Kaufen für... Ah, okay, sowas habe ich nicht. Gut. Ubisoft Cup. Ich glaube, das kann ich noch nie kriegen. Kann ich das? Ach stimmt, hier muss ich so. Ah ne. Ja gut, obwohl ich das gemacht habe, aber naja. So, ich habe mir jetzt, Leute, ich habe mir das Materialpack geholt. Und die Space Force Vector. Ja, ansonsten, gut, die Schaufel ist jetzt, ja, brauche ich nicht unbedingt. So, darf ich bitte zurück? Thank you, danke, gut. What the fuck? Alles klar. Ja, was ist das denn? What the fuck? Okay. Teil des Retro-Science-Fiction-Movies. Teil des Space Force-Motivs. Aber das kann ich? Du kannst diesen Gegenstand jedes Mal erhalten, wenn du die Expedition zur ISS-Absturzstelle abschießt. Was? Es gibt hier die ISS? Was ist das? Rally? Whatever. Warte mal, wir gucken mal. Auf jeden Fall gibt es hier... Was ist das? Das Wasserloch. Okay. Hüten müsste ich mal. Ja, moin, Alter. The fuck? WTF?
Why the hell? Why the hell? Blood Dragon. Weil normalerweise kann man hier noch ein Outfit von Sam Fisher freischalten. Jo, als ob! Als ob! Dass man hier eine Handprothese kriegen kann. Wie geil ist das denn? Okay, das ist schon mal wieder schon mal cooler als sonst. Ja, das will ich haben, Alter. Was ist das? Achso, vom Deputy. Lol, Blood Dragon. Alter, das ist auch geil. Na gut, die Hose glänzt mir zu sehr. Ah, wir wissen schon mal, was wir so kriegen können. Genau, haben wir jetzt alles durchgeguckt? Haben wir hier schon geguckt? Ja, haben wir. Gibt's irgendwie noch neue Frisuren? Nee, bitte. So, was gibt's jetzt hier? Überlebensratgeber SK, Shop SK. Ah ja. So, dann haben wir das Inventar. Aha, das ist also das Inventar, was wir alles besitzen. Schon mal gut zu wissen. Spezialmunition. Zum Tauschen. Oh, hier können wir schon mal sehen, was es alles für Tiere gibt. Es gibt Hirsch. Bronk. So, immer das für ein Tier ist. Skunk, ist ja klar, die gibt's immer. Aber wie die aussehen, Alter. Die sehen ja noch relativ normal aus hier, aber die... alle verseucht. Okay, Schlangen, wie immer. Hasen. Wildschweine. Karibus, lol. Die mag ich, Alter. Karibus sind coole Tiere. Wapitis. Warum gibt's hier 1000 verschiedene Rehe? Rinder natürlich. Wild? Wildhunde. Okay. Viel Spaß gibt's. Aber warum sind die alle weiß geworden? Wolfshaut? Also Wolf. Krokodile. Ja, das ist geil. Hä, als ob es hier Haie gibt. Wie geil ist denn das? Alter. Tigerfische? Ja, die gab's schon damals, glaube ich. Grizzlybären, ist klar. Schwarzbär. Elch. Bison. Alter, das sieht aus wie ein Zebra. Ein Bulle. Puma. Alter. Sieht geil aus. Alter, was ist das für ein geiles Vieh? Ein mutierter Bison. Wie geil ist das denn? Ein mutiertes Wildschwein. Ein mutierter Bär. What the fuck? Und natürlich ein mutierter Puma, war klar. Forelle. Schwarzbarsch. Regenbogenforelle. Königslachs, Alter. Die Farben sind geil. Guckt euch das mal an. Löffelstör. Das sieht irgendwie verstörend aus. Stierforelle. Ja gut. Missionsobjekte. John Seeds Ranch. Ah, das sind alte Fotos. Raidouter. Habitation. Was auch immer. Das False End. Ach, stimmt, stimmt. Grandview, Verpackungsanlage. Getreideheber von Holland Valley. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die Gebäude. McKinley Damm. Da war ein Damm? In Far Cry 5 war ein Damm? Bin ich jetzt blöd? Josephs Anwesen. Ja, das. Das weiß ich noch, ja. Oh, das kenne ich auch noch. Dieser Park. Brücke der Tränen, daran erinnere ich mich auch nicht mehr. Hm. Okay, das war's hiervon. Helferauswahl. Haben wir bis jetzt nur Kamina. Ah, Herc. Natürlich gibt es Herc. Wen noch? Ja, den Pastor gibt's auch noch. Judge. Der Typ, Leute, das ist der Charakter vom ersten Teil. Gina, kenne ich ne? Die kenne ich noch. Das ist doch die alte mit dem Puma. Dann gibt es jetzt einen Wildschwein als Helfer und einen neuen Hund, Timber. Ah ja, und irgendwie weiter geht's hier gerade ne. Vorteile. Schweißbrenner.
Ah, okay, kann man sich das irgendwie holen? Kosten 2. Verfügbare Punkte habe ich keinen. Okay. Also das ist praktisch hier wie so eine Schlösser knacken. Aha. Mehr Faustschaden. Okay, wie so ein Baum. Herausforderungen, gut, das ist mir immer egal. Online. Freunde einladen, Koop spielen. Ja gut, nee, das wird auch nicht stattfinden. So, damit haben wir das Menü mal erkundet. So, was kann ich hier machen? Schalte Ausstattungsverbesserungen frei. Können auf Stufe 1 verbessert werden. Nächste Stufe einrichten. Voraussetzung für Verbesserung. Oh, die Musik ist geil. Thomas Rush. Noch 2 Spezialisten zu retten. Noch 3 Ausstattungsverbesserungen. Okay. Oh, hey. Du bist dieser Captain aus dem Zug, hä? Ich habe irgendwie Flashbacks. Wo war denn das auch so, wo man rauskommt und dann... Ich hab dich mit Carmina ankommen sehen. Ich hab gehört, was passiert ist. Tut mir leid um deine Leute, Captain. Wenigstens bist du am besten Ort gelandet, den es in Hope County noch gibt. Glaub mir, ich kenne die Gegend. Ich? Ich bin Roger. Prosperitys persönlicher Pilot. Im Ernst, immer wenn du nach Prosperity zurück willst, kannst du auf mich zählen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann, mein Freund. Und wenn du ein bisschen mehr willst, auch das kann ich arrangieren. Ich habe lang davon gelebt, Boston der Highwayman im ganzen Land auszunehmen. Hab coole Sachen erbeutet. Aber ich dachte, mit mehr meinte er jetzt was anderes. Die Dinge in Hope County aufgetaucht sind, entschuldige die Ausdrucksweise, ist es unmöglich, genug Ethanol für solche Flüge zu finden. Ich sag dir was. Wenn du mir den Treibstoff besorgst, den ich brauche, rauben wir die Highwaymen zusammen aus. Es wird nicht leicht, aber glaub mir, es ist das Risiko wert. Besorg mir Ethanol, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Ethanol ist also die neue Währung hier. Krass. So. Alter, das ist krass, Leute. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier noch um, überall, was es hier so gibt. Und dann machen wir Schluss erstmal, aber nur bis, wartet mal, ich bin, gegen 14 Uhr bin ich wieder live, denke ich, heute. Weil ich habe schon Bock, weiterzuspielen. Ich bin aber mal ganz kurz auf Toilette, ich bin gleich wieder da. Wobei, das kann ich anlassen. So, da bin ich wieder. Jetzt gucken wir uns ja erstmal alles drinne an, bevor wir irgendwie rausgehen oder so. Die ganzen alten Leute dürfen mit Pistolen und Autos und so spielen, aber ich darf nicht. Mom sagt, das ist gefährlich. Aber dann sollte doch keiner mit denen spielen dürfen. Tja, Kleiner, da hast du recht. Da hast du recht. Schätze oder neue Verbündete. Wenn sie etwas Interessantes entdecken, markieren sie den Ort auf deiner Karte. Nice. Es gibt etwas, das ich dir erzählen muss. Die Highwaymen haben meinen Vater. Mom und ich haben ihn seit Monaten nicht gesehen. Den retten wir.
Um ehrlich zu sein, war das ein Hauptgrund, warum ich zu Rush gegangen bin. Ich liebe meinen Vater. Er soll nach Hause kommen. Überall verlieren Leute geliebte Menschen. Und deswegen werde ich nicht aufhören. Nicht bevor die Highwaymen erledigt sind. Von mir aus. Stell Fahrzeuge des Rangs. Ah, hier kann man also Fahrzeuge herstellen. Wir gucken mal hier rein. Aha. Fahrzeuge, was gibt es denn hier? Oh, hier können wir gleich mal durchgucken. Also, wir haben hier so ein... Na gut, das sind alles wieder so... Aber die sind natürlich jetzt alle auf alt getrimmt, weil, ne? Es wurde ja lange nichts mehr... Aber das sind teilweise auch Fahrzeuge aus Far Cry 5 noch, die es da schon gab. Bloß halt wie das hier zum Beispiel umgebaut. Das ist noch ein Traktor, Alter. What the fuck? Ja gut, Boot. Achso, das ist dann schon Rang 2. Den hier könnte ich mir kaufen, aber der sieht scheiße aus. Oh, für den bin ich irgendwie völlig retro. Geil. Okay, LKWs gibt's auch. Und das Ding gibt's auch wieder, Alter. Daran erinnere ich mich noch. Ich weiß noch, wo wir damit über die Felder gefahren sind und alle gehäckselt haben. Ja gut, ne? Ein offener Hubschrauber, den gab's doch damals schon in GTA 4, in Far Cry 4. Rang 3 Fahrzeuge. Mit Halbautomatik. Ja moin. Okay, die sind schon geil. Oh ja. Elite. Ja moin, Alter. Blood Dragon. Ich will aber... Okay. Okay, das ist geil. Okay, das sind schon mal alle Fahrzeuge. Was vergleichen? Mit was vergleichen? Ach, keine Ahnung. So, was haben wir hier? Spezialmunition kann ich noch nie machen. Munition auffüllen. Munition voll. Beute eintauschen. Gegen Titan. Da bin ich dafür. Kampfvorräte. Okay, hier kann ich die kaufen oder was? Ach nee, herstellen sogar. Ja gut, das kann ich ja dann auch über mein Menü machen. Spezialmunition? Hä? Wozu gibt's denn dann hier noch? Herstellungsmaterial. Kaufen, achso. Okay. Bin mal gespannt beim Waffenherstellen. Wir haben richtig talentierte Leute, die mit dem Wiederaufbau schon angefangen haben. Ich bin dankbar für das Hilfsangebot von außen, aber wir sind hier auch nicht dumm. Doch. Trainingslager? Okay, kann ich noch nie machen. Achso, das kann man dann wohl verbessern, scheinbar. Ah. Vor allem, ich raub die einfach aus hier. Anscheinend haben wir noch Arbeit. Ich bin echt froh, dass Kamina zurück ist, keine Frage. Aber diese ganze Sache mit dem Zug hätte auch deutlich besser laufen. Ich habe mal eine Highwayman-Maske gefunden. Ich habe sie aufgesetzt und mich nicht mehr erkannt. Deswegen tragen sie sie wahrscheinlich. Damit trennen sie, wer sie sind, und dem, was sie Die Grafik ist so schön, vor allem man sieht die Nordlichter, Alter. Das ist so geil. Kann ich mit der reden? Hm. Die Leute hier sind Kämpfer. Ich weiß, dass die so ziemlich alles aushalten können.
Der Ort ist schon cool, aber fuck, er braucht ein Menage. Riecht ihr das? Wie die alte Ferme meines Onkels in San Isidore. Ach so, das ist der Typ, mit dem wir gerade geredet haben. Okay. Welche drei Sachen? Okay. So, was haben wir hier? Aha, dazu brauche ich auch Ethanol. Schnellreisen. Ah, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe von diesem großen Zugunfall gehört. Tut mir leid wegen deiner Leute. Muss hart sein, aber immerhin. Ey, ich kenne den Synchronsprecher irgendwo. Ich kenne den Synchronsprecher, aber ich weiß nie woher. Wohl neun Leben, was? Wir haben gesehen, wie dieser Zug an den Felsen zerschellt ist. Und mit ihm alle Hoffnung. Da ist es schwer, nicht den Mut zu verlieren. Naja. Wir haben hier keinen Spielraum, falls was schief geht. Hä, wie cool sich das anhört, Alter. Soundkulisse haben die schon drauf. Ich hoffe, dir geht es gut nach dem Crash. Die Leute hier, nun, wir schlagen uns so durch. Viele von uns... Langweilig. Prosperity. Mit dem Wohlstand wird es wohl noch dauern. So, jetzt gucken wir uns das hier unten noch an. Weil irgendwo, wo sind denn Waffen? Sprengstofflabor? Okay, wir gehen da überall noch hin. Was ist das? Kartografie stellt Infokarten zum Verkauf zur Verfügung. Ah. Ah, okay. Infokarten. Ethanol ist ja echt die Währung. Okay. Karte der Komponentenvorräte. Karte der Panzertape-Vorräte. The fuck. So, was gibt's hier? Einfaches Erste-Hilfe-Set. Erste-Hilfe-Sets regenerieren Gesundheit über 5 Sekunden. Voraussetzungen? So, aha. Also man braucht ja alles Ethanol. Ethanol ist hier sehr, sehr wichtig. Ich merke schon. Nice. So, was gibt's hier? Herstellung von Molotow-Cocktails, Rauchgranaten und Wurfmessern. Herstellung von Dynamit und panzerbrechender Munition. Aha. So, was haben wir hier noch? Krankenstation. Gesundheit. Aha, ich krieg mehr Gesundheit dafür. Jetzt bist du hier und alles wird sich ändern. Ich weiß es. War ich gerade was zu lesen? Hier. Ja, gut. Könnt ihr gerne lesen, wenn ihr wollt. Wartet, ich mach's euch nochmal auf. Könnt ihr ja pausieren, wenn ihr es lesen wollt. So. Werkbank. Mal, war hier nicht gerade auch noch? Achso, ach, das ist hier. Rang 1 her. Okay, wir gucken jetzt mal nach Waffen. So, hier haben wir jetzt Waffen. Also die besitze ich jetzt schon. Wir gucken mal alle durch. So. Revolver gefällt mir schon mal. Uzis. MP5. M133. ARC. Ah, diese komisch zusammengebauten Waffen sind scheiße. M60. Oh, ein Bogen. Das ist cool. RPG, Flammenwerfer,
Ein Sägeblattwerfer, den haben wir ja. Was ist das? Schraubrohr. Ja, die könnte ich mir holen, aber muss man nicht unbedingt. Was haben wir? Improvisierte M9. P2. Oh, ich finde diese. Das sieht so scheiße aus, ganz ehrlich. Also die Waffen vom Aussehen sind scheiße. Ich weiß, das liegt am Spiel, aber ein paar coole gibt's ja. Zum Beispiel die kann ich ja benutzen. Die Vektor. Ja gut, die Schrotfinte ist cool. Die wollte ich haben, aber die kann ich mir erst holen, wenn ich durchgespielt habe. SBS. Okay, die ist cool. Das ist scheiße. What the fuck ist das? Das ist cool. Ja gut, die Dinger habe ich irgendwie mal nie benutzt in dem Spiel. Hä, die Steinschleudern. Die Mierte. Wash. Dützen. The fuck. Ja, Mann, das brauche ich. Ich will das. Oh ja. Oh ja, bitte. Ich will die haben. Oh, hier gibt es auch eine Vektor. Meine ist besser. Die will ich. What the fuck? What the fuck? Hä, wie geil ist das denn? Das ist wie mit so einem Bajonett, Alter. Wie damals. Das genauso. Ich wette, das funktioniert auch so. Okay, cool. Cool. Zorn des Gärtners. What the fuck? Hä, warum gibt's die hier nochmal optimiert? Hm. Optimierter Bogen. Optimierter Flammenwerfer. Jetzt kommen die Elite-Waffen. Das sieht nicht mehr so cool aus, aber ist bestimmt cool. Schaufel, nochmal Schaufel. Oder 200 von diesen komischen Credits. Oh mein Gott, die haben eine P08. Was haben die damit gemacht? Was zur Hölle ist das? Nein, was haben die mit den Waffen gemacht? Und warum haben die es gemacht? Ich frage mich, warum? Als ob die Waffe nicht mehr so funktioniert. Oh mein Gott, die will ich haben. Teil des Blood Dragon Motivs. Geil. Geil, geil, geil. Warum gibt es davon zwei? Ja gut, es gibt alle irgendwie nochmal mit so einer Verbesserung oder einem Paintjob drauf. Ja, so ein Bogen ist schon geil. Oh, der ist geil. Was ist das? Sägeblattwerfer. Nochmal Sägeblattwerfer. Hä, was ist hier der Unterschied? Hier verändert sich nichts. Hm. Naja, ja, die Waffen sind okay. Sag ich mal, die sind okay. Sind okay. So, meine Vektor habe ich dabei. So, ansonsten haben wir jetzt eigentlich alles durchgeguckt erstmal. Also praktisch, wir brauchen Ethanol für alles, um Sachen zu verbessern und um dann bessere Waffen kaufen zu können, freischalten zu können und whatever. Ah, warte mal, mich interessiert gerade, was habe ich denn schon Waffenstufe 1 frei? Stell Waffen des Rangs 1 her. Das kann ich schon, warte mal. Aber was brauche ich denn dazu? Warte mal, wenn ich jetzt die haben will. Herstellen mit Materialien. Ist die rote Zahl das, was mir fehlt? Mir fehlen noch 9 Zahnräder und 33 Panzertape, oder was? Erforderliche Materialien. Ach so, nee, ich habe 33 und brauche 36. So rum. Jetzt verstehe ich's. Okay. Ja, okay, das ist krass. Ah, das ist cool gemacht. Bin ich im Besitz. Und die muss ich dann auch nicht mehr herstellen, oder? Ausgerüstet. Ausgerüstet. Ja, ich glaube, die
die ich finde, kann ich behalten, oder wie? Na gut, Königsrangwaffen werde ich wahrscheinlich nie finden. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal... Also es ist sehr wichtig, Waffen freizuschalten. Ich will gerne mal am Anfang schon mal differenzieren irgendwie. Gesundheit ist wichtig. Also wir werden uns um Waffen und Gesundheit kümmern. Noch mehr Panzertape. So, warte mal, wie viel kostet das hier? Schnellreise. Nächste Stufe. Hier gibt es aber nur eine, oder was? Eine Stufe für Schnellreise. Ich brauche einmal 75 Ethanol. Ja, dann kümmern wir uns auch um die Schnellreise. Um Waffen und Gesundheit. Gesundheit geht, glaube ich, auch bloß einmal, oder? Ich glaube, ja. Genau. Sprengstoff ist nie ganz so wichtig. Genauso wie Fahrzeuge für mich nie so wichtig ist. Was war denn das andere, aber... Warte mal, was ist das hier? Trainingslager. Mach die Zwillinge bitte nicht noch wütender. Verbessert die Gesundheit und den Schaden deiner Hilfe auf Abruf. Ja gut, das ist mir auch nie so wichtig. Ich mach das lieber alleine. So, die Karten sind eventuell nie ganz so wichtig, aber ein bisschen. Und das hier war nochmal... Ach ja, dass die Erste-Hilfe-Sets besser werden. Das könnte man sich auch mal angucken. Aber Sprengstoff ist jetzt nie so wichtig und die Karten... Ja, kommt drauf an. Warte mal, was gibt's denn hier für Karten? Ressourcen, Raubtier. Diese Karte trägt alle Lebensräume von Wölfen. Aha. Beute. Diese Karte trägt alle Lebensräume von wilden Bullen. Bison. Mutiertes Tier. Verbreitungskarte der mutierten Pumas. Okay. Karte der Adlerlebensräume. Na eben, es gibt ja hier noch mehr Tiere als... Karte der Lachsgründe. Federnvorräte. Zahnräder. Naja, gut. Mal gucken. MP3-Player-Karte. Diese Karte trägt alle MP3-Player-Orte auf deiner Karte. Okay. Alle Fotoorte. Alle Schatzsuchen auf deine Karte. Okay. Ja, die hier sind eventuell wichtig. Und die Ressourcen, die Raubtiere. Ja, mal gucken. Ich weiß halt nicht, wie viel Kartografie. Achso, dann kann ich mir die alle holen, oder was? Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Achso, das ist auch wieder Stufe 1. Stufe 3, Stufe 1. Aha. Ich weiß halt nicht, wenn ich die freischalte, jetzt Stufe 1, kann ich mir dann alle holen, ohne Einschränkungen? Voll. So. Okay. So, Leute, dann würde ich sagen, wir machen erstmal Feierabend. Aber warte mal, ich rede noch mit dem. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Ich habe gehört, Wade Fowler wollte ein neues Tierheim in der alten Kirche da hinten aufmachen. Man munkelt, ihm wäre etwas zugestoßen, aber vielleicht gibt es da noch Vorräte. Okay. Mich hier raus. Aha, verlassen. Was war denn das gerade, was hier mit Dreieck aufgeblendet ist? Wir haben hier keinen Spielraum, falls was schief geht. Okay. Oh, cool. Wir alle haben unsere Gründe, warum diese maskierten Wichser büßen sollen. Komm, wir gehen wenigstens mal noch raus. Da bin ich optimistisch. Oh yes, baby. Oh, wartet mal kurz, mein Telefon.
Ja, Leute, perfektes Timing. Ich muss nämlich weg. Ich wollte jetzt sowieso einen Stream ausmachen, also die erste Folge. Ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ich werde dann nochmal streamen, also für alle, die das auf YouTube gucken, bis zur nächsten Folge. Ich will besser mein Lebensende. Und ich bin ab 14 Uhr, ich denke mal 14 Uhr werde ich wieder live sein. Denke ich mal. Na dann, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.